Heute haben wir wieder was ganz Feines hier. Diesmal nicht aus dem Hause Audi RS, sondern aus dem Hause Mercedes AMG. E63S AMG 4-Matic. T-Modell, ein Kombi. Der gute alte 5,5 Liter V8 Biturbo mit 585 PS und 800 Newtonmeter Serie. Sowas gibt es bald nicht mehr. Ist einfach so. Die dicken V8s sterben aus und deswegen jemand, der die Leute, die so ein Auto noch haben, die besser halten. Der Kunde von uns kriegt für eine Stufe 2 Optimierung von uns, das heißt Softwareabstimmung und Downpipes ohne Cut. High-Flow-Downpipes kriegt dieses Auto und eine Abstimmung von uns, Stufe 2, 102 Oktan sind drin. Serienmäßig machen die auch wirklich die Leistung, die machen sollen. Und mit Tuning liegt dann ordentlich Drehmoment und ordentlich Leistung an. Und soundmäßig braucht man eigentlich außer die Downpipes auch nicht mehr viel zu machen oder eigentlich gar nichts zu machen, weil die dann auch schon wirklich, wirklich sehr, sehr gut klingen. Wir machen die Eingangsmessung, ihr kennt es, und dann schauen wir mal, was die Kiste so drücken wird. Leute, Auto steht gut im Futter, 585 PS sollen anliegen, 617 PS liegen an, 800 Newtonmeter soll er haben, 886 Newtonmeter liegen an, also gut fast 90 Newtonmeter mehr als er haben soll und gute 30 PS mehr als Serie. Dass die AMG Biturbos gut im Futter stehen, das wissen wir, wir hatten schon viele auf dem Prüfstand, wir hatten auch C63 205er auf dem Prüfstand, wir hatten AMG GT auf dem Prüfstand, also die Biturbo Mercedes Motoren stehen alle sehr, sehr gut im Futter. So. Das war's von uns. Jetzt gibt's auf jeden Fall Downpipes und Software und dann gibt's gleich hier richtig Bums. Diesmal ist Oldschool-Zeit angesagt. Ihr merkt, wir filmen mit unserer Legria-Kamera, weil unser Herr Mediengestalter heute einen Tag Urlaub hat. Also haben wir den Sebastian umfunktioniert als Kameramann. Der macht also heute für euch die ganzen geilen Videos beim Prüfstandslauf und so und hält die Kamera für mich. Aber ey, das habe ich angefangen in Dubai. Das hat damals auch meine Mechaniker gemacht. Das hat auch gut geklappt und hat mir auch viel mehr Views. Ha! also schauen wir mal. Wir haben jetzt momentan keine richtige fette Kamera am Start und so, aber wir machen es Oldschool-mäßig. Wenn ihr das so cool findet und es genauso gut ist oder wenn es genauso gut ist, dann machen wir es so weiter. Wenn nicht, dann besorgen wir uns wieder einen Kameramann. Nein, Quatsch. Wenn nicht, dann kaufen wir uns eine neue Kamera und machen alles schön und gut und etc. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also, das Ding hinter mir ist so, so geil. Klang geil, Optik geil und brutal an Power. Drehmoment, Leistung ist bei den Dingern echt brachial und die Downpipes ohne Cut sind drin. High-Flow-Downpipes und Hosenbohr sind drin. Software ist gemacht. Bei den Steuergeräten oder bei den Fahrzeugen, wenn die ein bisschen älter sind, Steuergerät auf, Platine umdrehen, der ist ein bisschen jünger. Da geht es von oben vergleichbar mit A45 AMG. Also nur Deckel auf und dann von oben anpinnen, das ist etwas einfacher. So, wir machen jetzt die Messung und schauen mal, wie viel Bums da rumkommt. Das Problem, wir haben zwei Probleme. Problem Nummer eins ist, es wird langsam richtig warm hier bei uns und wir haben noch keine Frischluftzufuhr in der Wand. Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei, dieser M157 5,5 Liter V8 Biturbo Motor erzeugt eine unglaubliche Hitze. Also ist der Wahnsinn. Wenn du nach der Messung da reingehst, sind es da drin gefühlte 50-60 Grad. Nicht, dass ich das gesagt habe, aber es ist wirklich so. Und dementsprechend ist es auch wirklich so, dass der auch oben die Leistung wirklich wegnimmt, aber auf der Straße nicht. Und natürlich fahre ich dann 100, 200 damit, gucken, wie schneller er ist. Falsch schnell wird er sein. Aber auf dem Prüfstand werden wir nicht die Leistung sehen, die er hat normalerweise. Weil Bauteilschutz kennt ihr ja, ne? Abgastemperatur wird zu hoch, Leistung runter. Also Lufttemperatur zu hoch, Leistung runter. Wenn er anfängt zu klingeln, Leistung runter. Etc., etc., etc. Und das lassen wir alles aktiv und dementsprechend, also, wenn er wirklich zu heiß wird, nimmt dem oben rum die Leistung weg. Schauen wir mal, ne? Wir haben das Auto jetzt abgestimmt. Ich weiß ja schon ungefähr, wo das von der Leistung hingeht, aber ich weiß auch, dass laut den Datalogs, wir hatten also Lufttemperaturen von 80 Grad. Das ist zu heiß. Ja? Da müssen wir dann arbeiten, werden wir auch machen. Und jetzt messen wir erstmal, soundtechnisch ist es ganz weit vorne. Und ich gucke mal, wie viel Dampf da rumkommt.
Das Ding reißt den Prüfstand aus dem Boden. So, liebe Leute, was haben wir? Wir haben 735,7 PS und 1151,6 Newtonmeter Drehmoment. Das Auto, habe ich gesagt, reißt den Prüfstand aus dem Boden heraus. Und ihr könnt sehen, wir haben bis zu 4,5, haben wir eine schöne gerade Linie. Hier fängt er schon an zu regeln. Ne? Ansatzlufttemperatur hier 37,5 Grad, gelockt aber 64 Grad. Das ist einfach zu hoch und das Auto macht, glaube ich, noch mehr Leistung als das, was wir gemessen haben. Aber das sieht man anhand der 100-200er Zeiten. So ein Auto fährt Serie, Besitzer hat gesagt, so ein Auto fährt Serie mit 585 PS, obwohl er 622 hatte bei der Eingangsmessung, fährt der Serie eine 8,6 oder eine 8,7 100-200. Das heißt, wir müssen also hier unter 7 Sekunden kommen. Ne? Das Auto wiegt 2,2 Tonnen, glaube ich. 2,2 Tonnen. Alten Automatikgetriebe drin. Allrad, Riesenkoffer. Und das muss bewegt werden, aber wir fahren auf jeden Fall gleich mal und schauen mal, wie schnell er ist. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Auto ist absolute Kampfmaschine. Und das war's von mir. Ich melde mich gleich wieder aus dem Auto. So, liebe Leute, wir sitzen in einer Kampfmaschine von Auto. Eine absolute Kampfmaschine. Hallo, guten Tag. Na, baust du jetzt nur Fahrwerk ein? Ja, mach mal einen Gruß schnell, komm. Ich grüße alle meine Freunde, alle meine Fans. Was noch? Das war's? Das war der Sebastian, unser Mechaniker. Der baut nämlich gerade Luftfahrwerk ist gleich in sein A4 rein. So, eine Kampfmaschine von Auto. Moment, so. Und jetzt müssen wir erstmal hier alles einstellen. Wir fahren nämlich 100-200. Ich weiß, ihr wollt das sehen und ich will es auch sehen. Und das machen wir nämlich. 735 PS, 1152 oder 54 Newtonmeter. Und guckt euch mal an, wie das geht. Das Ding ist eine Kampfmaschine. Da gibt es nichts zu meckern. Moment mal eben. So, Bluetooth connected. Auto, E-Klasse, Panel Mode. So, wir fahren nämlich einmal mit der Q-Stars 100-200 und einmal mit dem P-Gear. Das Auto ist eine absolute Kampfmaschine. Wir hatten ja, also ich hatte jetzt gestern noch ein RS6 hier, Performance. Da haben wir auch eine Stufe 2 gemacht. Und der hatte 720 PS und Drehmoment auf 900 Newtonmeter begrenzt und mit dem bin ich 6,88 oder sowas gefahren, 100-200, auch verdammt schnell für so ein Auto. Und das Ding hier, seien wir gespannt, der hier wiegt nochmal gute 300 Kilo mehr, Panoramadach, ne? Riesenkoffer, dicker 5,5er V8er drin und das ist schon... Das ist eine Ansage, ja. Und so, wenn ich das richtig weiß, fährt, ich glaube, ein Aventador, wenn ich mich nicht irre, fährt, glaube ich, 100-200, irgendwie 6,4 oder sowas, oder 6,2. Weiß ich nicht genau, müssen wir mal nachschauen, können wir hier einblenden. Auf jeden Fall, mit dem Fahrrad. Alter, bist du Kamikaze. Der fährt hier auf einem Rad, fährt er hier vor mir gerade. Okay, auf jeden Fall, kurz mal in die Luft anmachen. Das Ding ist Bombe. Und was geil ist, es ist ein Kombi. Kombis sind, also T-Modelle sind super selten. Und normalerweise, ich sag's immer, der RS6 ist so das Nonplusultra, wenn es um raketenbetriebene Kombis geht, ja? Oder Raketenkombis. Aber das Ding hier sieht A noch mehr aus. Also RS6 sieht schon wirklich sehr, sehr sportlich aus. Dagegen sieht der hier aus wie ein Taxi. Das ist wirklich so. Also ist ein mega Understatement, aber von der Leistung her und von der Power her ist das Ding eine absolute Höllenmaschine. Ja? Ihr habt es gerade gesehen, 1152 auf 54 Newtonmeter ist das wirklich eine mega Ansage. Ja? Jetzt fragen wir, hält das Getriebe das aus? Ja, das Getriebe hält das aus. Also wir fahren dieses Tuning
oder diese Abstimmung auf mehreren, relativ vielen 5,5er Biturbos, ob es E, G, CLS, ist alles der gleiche Motor, keine Probleme gab bis jetzt. Ja? Keine Probleme, die gehen wie die Hölle. Von morgens bis abends, du kannst damit zum Dragstrip fahren, machst auch von morgens bis abends, fährst du da Viertelmeile und fährst abends wieder nach Hause. Das kann so ein Auto. Also der Mercedes ist da wirklich sehr, sehr robust gebaut. Und das ist schon eine Ansage. Ja? Und jetzt freue ich mich auf die Autobahn zu fahren. Ich hoffe, wir haben keinen Verkehr. Ist nämlich Feierabendverkehr, könnte, naja, müsste jetzt schon fast vorbei sein. Mal kurz die Klimaanlage alles aus. Und bin ich mal gespannt, was wir für eine 100-200er Zeit fahren werden mit dem Auto. Werden wir den RS6 schlagen? Hier ist die Frage. Wir haben natürlich 250 Newtonmeter mehr als der RS6, aber nicht viel mehr Leistung. Frage. Wir probieren es jetzt direkt mal und machen mal eine 100-200er Nummer hier und schauen mal, wie schnell wir sind. So. Oh Gott. Warum fährt man mit 30 km/h auf eine Autobahn drauf? Nie verstanden. Jetzt. Mehr brauchen wir nicht beweisen. Ich würde sagen, das war's von mir. Und subscribe, liken, teilen. Bis zum nächsten Mal.